Aber Aber was aus denn? Gold werden doch keine Glasperlen. Ja, das aber eintauschen. Aber was sollen wir denn mit Glasperlen? Die werfen oder was? Ja. Lara, guck Ja. mal, da links liegen vier Ich habe Apfelstücke. hier gerade das Stück Fleisch genommen, was fertig war. Genau, und da steht einiges, da steht auch so ein kleines Fleischtürmchen. Ja, ich bin aber voll. Bis auf Wasser, da kann ich Hami ein macht mal Schlückchen wieder vertragen. Türmchen. Bitte was? Ich habe gesagt, Hami macht wunderschöne Türmchen. Ja, der Lara Schneckenturm war leider nicht so schön, Entschuldigung. weil die sind einfach alle umgefallen. Ich habe es dann dreimal versucht, und als mit drin war auch umgefallen sind, habe ich gedacht, ja, dann halt nicht. Ach so, nee, das ist, weil wir im Discord zusammensitzen, Oma. Deswegen hast du Stimmen gehört. Oder es waren die Stimmen in deinem Kopf. Das weiß ich Oder nicht. eine Kombination. Genau, oder eine Kombination. Das weiß jetzt niemand außer dir selber, Oma. Oder der andere, du selbst. Oder der? Aber nicht der mit der Tetris-Musik. Nein. Nein. Weil der weiß, dass er nicht alleine ist. Ja. Apropos nicht alleine, Kinder, ich muss mal kurz Pipi machen gehen. Ich setze mich mal ans Feuer. Ja. Ja gut, welche von beiden das war, wissen wohl nur wir. Ich muss auch gerade an den Spruch von Hitman 2 denken, wo ich den einen Typen dann noch so zum Schluss gewürgt habe. Und dann so der eine der NPC gegenüber meinte so, ne? Hey, that's not a hug. Das war aber auch echt super schlau. Ich fand das aber auch so mega lustig mit diesem komischen Schamanen, den du dann umgebracht hast, dann umgezogen und so. Ach, da bist du. Ja, ich musste mich eben mal umziehen. Ich brauchte was Bequemeres. Absolut. Und wie fandet ihr die Maps? Ich fand Santa die gut. Fortuna und Mumbai. Also schön auf jeden Fall. Ich muss sagen, Mumbai hat mir jetzt nicht so zugesagt. Vom Spielerischen oder vom Aussehen? Vom Spielerischen her. Ja gut, das können wir ja schlecht beurteilen. Ja. Also es war einfach generell zu viel los und die NPCs waren viel zu weit auseinander. Da bin ich dann auch kein großer Fan von. Ja, gut, nee, dann macht das halt auch echt keinen Spaß. Und jetzt Mumbai zum Beispiel vom Design her fand ich jetzt auch nicht so pralle. Weil es war halt, zum einen war halt alles komplett versifft, so weißt du. Jetzt unabhängig davon, wie Mumbai wirklich aussieht. Es war alles komplett zugesifft und es sah halt generell irgendwie optisch nicht sehr anspruchsvoll aus. So Santa Fortuna war minimal besser wegen dem Anwesen. Aber da fand ich zum Beispiel den Dschungelpart und auch die Plantage viel besser gemacht. Schwierig. Schwierig. Nicht sehr zusagend. Was ich wieder besser fand, das war die letzte Map, da wo wir kurz reingeguckt haben. Vermont war das, glaube ich, ne? Da bin ich wieder. Willkommen zurück. Baby. Hi. Ich habe nur so getan, Übersichtlicher, als etwas würde ich kompakter. lesen. Also. Ich habe mich da oben ans Feuer gesetzt, habe mich in die Hocke gesetzt und habe mein Buch aufgemacht. Ich habe mir so getan, als würde ich ein bisschen lesen. Oh Das ist Gott, das nichts endet ja Schlimmes. hier richtig in so einem Rollenspiel. Übrigens, die Pfeile können wir wohl nicht unendlich benutzen, weil die haben ja auch eine Haltbarkeit, ne? Ja, gut, aber du kannst sie halt immerhin mehrfach verwenden. Ja. Ich habe jetzt Pfeile mit 78 und einer hat hier schon 20. Wo sind unsere Knochenlecker? Soll ich die Knochen unten reinpacken oder? Wie du Ja, willst. ich sehe schon. Ich sehe die menschlichen Überreste. Unser persönliches kleines Massengrab.
Ich habe gerade das letzte Stück Kohle reingesetzt. Wir müssen wieder den Kohleofen befeuern. Ja, wir bräuchten dafür halt Holz. Ich bin doch schon auf dem Weg. Ist gut. Was? Ja, du Basti. Ich habe also hier wieder einiges drin. Ich kann das Kohlesäckchen leider auch nicht in eine der Kisten packen. Meint ihr, wir können die Dosen einschmelzen? Ja. Ja. Entschuldigung. Das habe ich ja nur vorhin gesagt, also. Da hat jemand Tee gefunden, Luzi, das war es doch bestimmt du. Ja, ich habe in der da extra hingemacht. Ich hab mal gedacht, ich bin mal lieb. Die Frage ist, was passiert mit mir, wenn ich den Tee trinke? Ist das wie dieses Ayahuasca-Zeug und ich... Ayahuasca? Mir hat einfach... Ja, genau. Oder ist das netter Tee? Ist das so Ostfriesentee? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, bei Tee rentiert es sich auch, dass man das einfach mal riskiert. Hin. Oh, ich habe ein Ei gefunden. Ich habe Teebeutel. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich stehe im Dschungel und was muss ich trinken? Beuteltee. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Wobei, jetzt wäre halt die Frage, was ist jetzt das größere Leidwesen? Dass du im Dschungel nur Beuteltee trinken kannst oder dass du im Dschungel Tee trinken kannst? Glaub mir, ich würde irgendeine Pflanze finden, aus der ich anständigen Tee machen kann. Aber ich schätze deinen Versuch, mir Tee zu organisieren, sehr. Ich probiere den jetzt auch mal aus. Ich mache uns jetzt mal einen Tee. Dankeschön. Wo habe ich denn jetzt diese Teefilter hingemacht? Kann ich die jetzt da reinpacken? Ich muss übrigens zugeben, ich trinke ja auch teilweise mal einen Beutel Tee, aber nur von der einen Biomarker. Ja, weil stimmt. Das hast du mir mal erzählt. Genau, weil die sind lecker. Die sind sehr lecker. So. Okay, den Werten nach scheint das schwarzer Tee zu sein. Ich habe hier 3 Portionen Tee. Mehr gab's leider nicht. Wer möchte Tee? Basti ist nicht da, ne? Basti kommt gerade. Basti, willst du Tee? Nein, gönnt euch. 8 Energie, 2 geistige Gesundheit und 10 Hydration. Läuft. Ui. Boah, ich habe jetzt aber ganz schön... Mein lieber Herr Gesangs... Ganz schön. Nährwerte verloren. Ich muss mal eben gerade auffrischen hier. Also ich habe noch 3 Bidone voll mit sauberem Wasser, falls du brauchst. Ne, habe ich. Ist alles gut. Wasser ist ja noch unten in den Schalen was drin. Ich habe 2. Ich kann meinen 2. Bidon mal auffüllen. Unsere kleine Kokosnussschalenplantage. Genau. Ich finde, die ist da super. Die ist mega. Kinder, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Gehen wir heute Abend nochmal auf Tour? Bauen wir? Machen wir Sense, weil Hami morgen früh raus muss? Das ist nämlich jetzt so mein Einwand. Also so allzu lange werde ich nicht mehr machen, weil ich tatsächlich ja morgen arbeiten muss. Deswegen. Aber ich finde ja, wir haben sehr, sehr viel geschafft. Dann wäre das doch eigentlich so ein schöner Schluss heute. Cool, ja. Und warum auch immer, aber Basti, wir kommen jetzt an dem Lehmofen auf beiden Seiten vorbei. Du bist ja eben auch nicht vorbeigekommen, oder? Nee, aber ich glaube, weil er offen ist. Ah, ja, das kann sein. Ich habe noch einen kleinen Stock. Ha! Sehr schön. Da muss man jetzt ein Lehmziegel drauf. Haben wir unten noch Lehmziegel? Nein, ich mache schnell ein. Wo ist denn oben und unten da? In der Kiste ist auch ausreichend Asche, ne? Ich habe eigentlich auf Lehm nehmen geklickt, nicht auf wäschen, aber danke, dass du das gemacht hast.
So. Kann jetzt per se nicht schaden. Hat jemand mal dann eine Asche? Nee, aber in der gerade. Kiste da hinten. Ah, okay. Da ist doch noch ein Lebensziegel. Nimm doch den. Hä, wo? In meiner Hand. Oh, weißt du was? Pack den einfach mal auf den Ofen. Weil dann hätte ich nämlich gesagt, machen wir den noch an und wenn das für euch okay ist, würde ich dann speichern und aufhören. Wo muss ich den hin tun? Hier vorne da. Ah. In Verwendung. So, jetzt. Ist er schon ein Uhr morgens. Ja. 10 vor 1. Jo, deswegen passt ja ganz gut dann. Selbst der König muss ja noch ein bisschen schlafen, bevor er sich wieder in den Stream wagt. 3-4 Stunden reichen. Was machen wir bloß, wenn er wieder ganz normal seinen Alltag bestreitet und nicht mehr streamt? Das wird nicht passieren. Was? Ja, ich glaub, schmeiß deinen Job einfach dran. Hin. Wir brauchen dich. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil das geht bei Boschi nicht. Oh Gott. So, Kinder, ich esse jetzt noch eine Schnecke. Möchtest du vielleicht ein Ei? Jeder isst jetzt noch eine Schnecke und dann reiten wir ins Offline-Leben. Ich habe ein gekochtes Ei, wer will. Das würde ich auch nehmen. Ich habe meine letzten 3 gekochten Eier abgegeben. Da, bitteschön. Bitteschön. Das sieht aus wie ein Wachtelei. Das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich nicht so aus mit Eiern. Das hat 10 Proteine und 10 Fett für so ein kleines Ei. Das ist ganz schön viel. Geil. Ja. Der Ofen da hinten sieht ja aus, als wäre da eine Apfelschnecke dran. Ja. Das ist mir auch eben schon 2-3 Mal passiert. Aber Basti, wir kommen jetzt immer noch da lang. Also ich glaube, der ist geschrumpft. Anscheinend. So, ich gehe jetzt ganz nach oben und dann stelle ich mich da hin und gucke schön in die Gegend, während wir aufhören. Ich will auch irgendwo hingucken, wo es schön ist. Also. Ja, da ich gucke hier auf diese, was ist denn das? Das Saarschleife. Wir haben schon die Dschungelschleife. Ja. Warte. Hallo. Ach, du stehst da oben auf dem Dach? Ja. Ich weiß gar nicht, wie fliegst du denn da rum? wo ist denn Lara? So ein schöner, da ist Lara. So ein schöner Sonnenaufgang. Ja. Auf was hast denn du da gerade geschossen? Einfach so ein bisschen in der Gegend rumgeballert. Ach so. Jetzt habe ich in Basti Sache geguckt. Was? So. Dann. Also, das ist mein Abschluss. Gehe ich mal auf Speichern und Verlassen? Ja. Und hier im Stream?